Hey und jetzt willkommen zurück in Jurassic World Evolution, Dr. Wus Geheimnisse. Unser Spinoraptor ist nicht betäubbar und jetzt gab es hier die Idee, dass wir doch einfach unseren Spinoraptor und unseren Spinoceratops zusammenschicken, da können wir gerade nicht sehen, zusammenschicken und kämpfen lassen, weil das hier unser Jäger Nummer 1 ist. Der hat schon 3 Pflanzen, Fleischfresser. Ja, okay, leg dich weg. Bist müde? Ist doch nicht sein Scheiß ernst. Die beiden müssen wir aufeinander jagen. Was ein bisschen schwer ist, weil, naja, unser Platz ist ein bisschen groß. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ein bisschen hetzen. Wäre nicht so schön. Wenn die nämlich endlich aufeinander treffen, dann kommt es zum Kampf. Und ich hoffe, dass unser unglaublich... So, jetzt einmal hier hinten hin. Und hupen! Aufstehen, Junge. Nicht in diese Richtung laufen, lauf da hinten hin zum... Nein, 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 ein bisschen weiter nach... Nein, nein, oh. Falsche Richtung. Oh, okay. Super, der ist hier, der ist da. So geht das gar nicht. Wir müssen den hier nochmal betäuben. Och, wo ist er jetzt hin? Da. Weil... Die sind viel zu weit auseinander. Seine Geborgenheit ist auch ultra niedrig. Natürlich, weil alles ist scheiße. Obwohl, jetzt rennt er hier in die Richtung. Moment, Moment, Moment. Nicht betäuben, nicht betäuben. Wenn er nämlich betäubt, das haben wir gar keine Chance mehr. So, wir machen hier hinten den Wald weg, damit man ihn sehen kann. Okay, er rennt jetzt hier hin. Wenn wir Glück haben, treffen sie aufeinander. So, hoffen wir. Bangen wir. Er ist einsam, ich weiß. Da hinten kommt er. Schließ mit dem Freundschaft. Alles gut. Töte ihn. Okay, er läuft halt einfach an euch vorbei. Kannst du bitte... Er ist da vorne irgendwo... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Okay. Wir werden jetzt hier... Ich weiß nicht, ob es was... oh Gott, ich glaube jetzt wird's. Ich glaube, er schafft es. Dinosaurierbedrohung. Ja gut, okay, hier ist gerade keine Dinosaurierbedrohung, aber okay. Okay. Komm her. Du siehst ihn, er sieht dich. Kämpft. Er hat wohl irgendwo einen Mensch wieder gesehen. Das ist echt nicht einfach, die dazu zu bringen, sich zu bekämpfen. Echt nicht. Wir können überlegen, ob wir hier den Weg demnächst mal ab... Ja, wenn er halt nicht unbedingt hier drin ist. Aufgabe hinzufügen. Ansonsten jagen wir ihn hier rein und dann brechen wir halt den Weg ab. Und dann müssten die sich ja bekämpfen. Ja, ja, es ist niemand mehr hier. Die sind halt immer noch... Die essen halt immer noch. Ich habe alle Sicherheitsteile erfüllt. Also die sind alle in den Alarmdingern. Deswegen ist ja auch gerade hier die Bewertung so übelst niedrig. Ah. Die stecken ja schon Ewigkeiten da drin, ne? Nicht, dass sie da davon noch verhungern. Oh, Junge, ich trete dir gleich in den Po. Beweg deinen Allerwertesten, damit wir endlich diesen bösen Dino hier wegkriegen. Ja, es ist doch unglaublich. So eine faule Socke. Und jetzt haben wir noch ein Shitwetter hier. So, da vorne ist er. Okay, jetzt hupen wir ihn hier rein. Okay, er geht von selber rein. Schön. Dann machen wir jetzt hier endlich diesen Weg weg, damit er nicht noch einmal weg kann. Ich meine, wir setzen ihn halt später einfach wieder hin. Das ist ja kein Problem. So. Ihr seid hier eingesperrt, Leute. Früher oder später trefft ihr aufeinander. So. Ja, du bist einsam, ich weiß. Ja, ja, du steckst jetzt da draußen fest. Warte, ich kann ja eigentlich eine Tür reinsetzen. Eine Sekunde. Dessen Geborgenheit ist also ultra niedrig. Wir könnten hier vorne ein bisschen Wasser hinsetzen. Da müsste er eigentlich hier hinlaufen. Weil er Durst hat. So, jetzt ist hier ein bisschen Wasser. Ihr merkt, Leute, das hier ist, nicht einfach. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Park, also jetzt war echt. Mit Dinos und die Dinos werden einfach nicht betäubt. Falsche Richtung, aber tendenziell schon mal besser. Nach rechts musst du.
Ja, los, mach. Vor allem das hier. Ups. Ja gut, wenn ich daneben schieße, hat es eh null Effekt. So, wo ist unser... Da hinten ist er. Okay, okay, das könnte es jetzt sein. Er rennt halt zum Wasser. Und in der Nähe vom Wasser ist er hier. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommt es jetzt endlich zur Auseinandersetzung. Er kriegt ja auch Hunger, ne? Und er hier ist für ihn theoretisch fressi. Und er könnte sich jetzt beim Wasser bedroht fühlen und endlich unseren Spinoraptor töten. Nein, nein, wieso? Och, bist du in Panik oder was? Er ist in Panik. Och, kommt schon! Deine Geborgenheit ist jetzt so niedrig. Wenn wir Pech haben, bricht er in das Gehege ein. Dann schnetzelt er sich durch alle meine Dinos durch. Keine Ahnung. Hoffen wir, dass der da ungefähr... Er dreht sich halt im Kreis. Ja, schön, okay. So, renn zum Wasser, los. So, jetzt kämpf. Du bist durstig, ja. Hier sind hier keine Gäste mehr. Du kannst keine Gefahr für die Gäste sein. Hör auf, geh hier hin, geh zu ihm, kämpf. Unglaublich, Leute, unglaublich. Der macht einfach nicht das, was ich ihm sage. Er geht einfach nicht sterben. Ja, ja, eigene Sicherheit, blablabla. So, jetzt rennst du hier gefährlich nach rechts. Danke sehr. Señoras y señores. Blablabla. So, jetzt lauf zum Wasser. Lauf zum Wasser. Oh, komm, ihr seid so nah beieinander. Was wir machen könnten? Ne, können wir nicht, weil hier der Weg ist. Ich hatte gerade überlegt, einfach die einzusperren, aber das klappt nicht so easy peasy. Och, komm! Wieso ist das so schwer? Schrei mich hier nicht an. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade machen soll. Es ist unglaublich. Die beiden gehen einfach nicht aufeinander los. Ja, schrei mich ruhig an. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu Ihrer Einrichtung. Habe ich noch irgendwas anderes, was ihn angreifen kann? Nee, sind alle zu schwach. Oh, er stürmt. Señoras y señores. Wenn wir Glück haben, stürmt er dahin, wo wir wollen, dass er hinstürmt. Da hinten ist unser anderer. Bist du jetzt echt so sauer? Das wäre super. Kann halt auch sein, dass er ordentlich Schiss hat vor ihm hier. Sie rennen aneinander vorbei. Kommt schon. Oh, oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sag mal, jagst du den gerade? Jagt er den gerade? Komm, da vorne ist er. Dein Ziel des Begehrens. Du musst doch langsam Hunger kriegen. Ja, genau. Greif ihn an. Endlich. So, jetzt hoffen wir mal, dass auch unser Stegoceratops der gewinnt. Endlich, Leute. Der ist sauer. Finde ich gut.
Okay. Endlich. Gottchen. Erschießen? Fragezeichen? Errungenschaft freigeschaltet. Uff, Leute, uff. Das war zu knapp und jenseits von Gut und Böse, um als Normabweichung durchzugehen. Ja. Irgendjemand hat den genetischen Code ohne unser Wissen verändert. Und ich denke, ich weiß wer. Wer denn? Ein Konkurrent der Hammond Foundation, mit dem ich früher zu tun hatte. Sie können meine Moral in Frage stellen, aber niemals meine Gründe. Ich kümmere mich um diese Emporkömmlinge. Fahren Sie inzwischen mit der guten Arbeit fort. Wir wurden gehackt. Die Systeme und unser Spinoraptor. Ich verfolge die genetischen Modifikationen zurück. Doch seien Sie ab sofort sehr vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Vertrauen Sie mir, dass ich das auf meine Art löse. Ja. Konzentrieren Sie sich auf unsere Forschung und die Anlagen. Ich bin bloß enttäuscht, dass wir keine Tickets verkaufen konnten für diesen... Hat wenigstens jemand mitgefilmt. Okay. So, Dr. Wu's Mission 4 startet. Erschaffen Sie Indominus Rex Tarnung. Und Sie sind die richtige Person dafür. Lassen Sie mich nicht allzu lange warten. Ja. Ja, mach mal hier die... Ach, Anpassung an enge Räume, was ist das denn? Gut, gut. Jetzt passen Sie mal auf. Ich möchte, dass Sie ein paar kampferprobte Exemplare mit sehr speziellen Fähigkeiten erschaffen. Erst eines meiner Meisterwerke, den Indominus Rex. Brüten Sie ein Exemplar aus und lassen Sie ihn schlüpfen. Verschaffen Sie ihm anschließend eine gute Kampfbewertung. Ja. Dieser Dino bedeutet mir viel. Versauen Sie es nicht. Okay, wir versauen es nicht. Aber erst müssen wir hier ein bisschen die Gene hochkriegen. Das sind immer noch Sachen, die wir nicht haben, ne? Gut, das hier kommt hier noch bald, sobald wir die vierte Mission abgeschlossen haben. Und den hier müssen wir noch auf Isa Sauna. Uff, Leute, uff. Wir schauen mal eben, was der Indominus Rex uns so kostet. Das ist ja auch einer von unserem gekreuzten Indominus Rex. Wow, ja. Machen wir mal ein Wüstenmuster rein. Und hier ist Tarnung. Ist das das Richtige? Müsste es ja sein, ne? Oder? Was müssen wir... Mit der Indominus Rex Tarnung. Ja, also das ist das Richtige. Das heißt, der kann sich dann tarnen und ihr wisst alle, was das im Film gebracht hat. Ach Leute, wir können ja sogar noch besser werden, ist das genial. Also ich meine, der ist halt schweineteuer. Aber er ist genial. Das ist unser Leitmaskottchen dann hier. Habitat, wie sieht's? Wow, braucht er viel Grasland. Was war das hier mit enge Räume, ne? So. Da geht beides um so und so viel Prozent runter. Das ist natürlich geil. Da müssen wir auf jeden Fall enge Räume, den dritten, auch noch machen. Weil das ist bei ihm absolut notwendig. So. Wird jetzt auch noch angegeben. Sonst kriegen wir den nicht in ein vernünftiges Gehege rein. So. Gehen wir wieder hier hin. Das enge Räume müssen wir noch machen. Da modifizieren wir mal hier ein bisschen weiter. Wir müssen auch schauen, ob das so hinhaut. Wir dürfen ja maximal minus 120 haben. Wir machen hier keine Stress... Ja, natürlich, auf 100% draufhauen die Stressreaktion. Ja, kann man ja mal machen. Oder auch lassen. Hier lassen wir ihn ganz normal, sonst stirbt er uns nur wahrscheinlich noch. Guck mal hier, hier hat er eine leichtere Lebensfähigkeit und hier... Nee, wir lassen das. Also wir könnten ihn halt... Aber dann wäre er langweilig. Haben wir jetzt hier Anpassung 3.0? Nein, enge Räume 3.0 immer noch nicht. Krankheit ist ausgebrochen. Sekunde, wir müssen mal eben... falsche Taste gedrückt. R, wie Ranger Team, Aufgabe hinzufügen. Einmal bitte. Genau. Und Anpassung an enge Räume 3.0 ist fertig.
dann... Er ist fast schon nicht mehr zu teuer. Habitat. Anpassung an enge Räume 3.0. Damit hat er nur noch eine Lebensfähigkeit von 20%. Wow. Aber wenn er es schafft, dann ist gut. Und er kostet ordentlich viel. Also müssen wir da auch noch ein bisschen warten, bis das funktioniert. Wie sieht es eigentlich hier aus mit den Attrakt... Oh, hier müssen wir auf jeden Fall eine Person mehr anstellen, langsam. Hier hinten sieht es doch gut aus und hier ist auch noch Supi. Ich würde ja schon fast überlegen, dass wir hier bei globaler Betrieb die Brutstättenversicherung reinmachen. Ja gut, okay, 30% ist halt nicht so richtig angemessen. Verbessertes Marketing, Ticketverkäufe erhöhen. Ja, wir müssen hier nochmal ein bisschen was machen, aber es kostet halt so unglaublich viel. Und der Indoraptor in Dominos Rex, Entschuldigung, der kostet auch schon so viel. Wir brauchen hier noch 1000 als Bewertung hoch und dann haben wir eine 5-Sterne-Bewertung. Das hier alles ist oben. Wobei, wenn wir hier hinten einen Indoraptor reinpacken, müssen wir auch garantiert das verändern. Also das klappt dann nicht mehr. Hier muss dann auch noch Essen und alles hin und wahrscheinlich müssen wir das Gehege bis hier vorne vergrößern. Von daher ist das ein bisschen fragwürdig, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Er ist leider immer noch zu teuer. Wir können hier hinten den Weg wieder öffnen. So, ja, das soll weg. Denn sonst kommen unsere Leute hier gar nicht hinten hin. Also nur über den Transportweg. Und das wollen wir gar nicht erst, dass die so weit laufen müssen. Wir können allgemein mal hier das hier einmal wegmachen. Wir könnten auch theoretisch wieder ein Foto von unserem Stegosaurus machen, ne? So als Extra-Geldchen, was wir halt bekommen. Finde ich gar nicht so, Stegoceratops, Entschuldigung. Finde ich gar nicht so doof, die Idee. Er ist nämlich immerhin mit einer unglaublich guten Bewertung ausgestattet. Also können wir es auch ausnutzen für unser Marketing, ein bisschen mehr Geld kriegen. So, dann hätte ich gern den mit im Bild. Wo ist denn der? Da hinten. Okay, dann stellen wir uns mal so hin, dass wir ihn mit drauf haben. Jetzt müssen wir ihn mit drauf haben. So, wenn wir jetzt mal hier F machen. So. So. Wir haben Ankylo irgendwas. Stegoceratops im Hintergrund und Geld. Geld, 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 Geld. Dann versuchen wir jetzt mal hier unseren allerersten auszubrüten. 20% Chance. Mal sehen, ob das was wird. Oder? Ich habe echt keine Ahnung. Ja, doch, 20% Chance. Ist halt einfach Addition, was total bescheuert ist. Aber okay. Machen wir nochmal hier ein anderes schönes Foto. Ups, einmal hier reingefahren. Und wieder rückwärts. Und wieder vorwärts. Ich hätte hier gerne, wenn hier alle Brachiosaurier fressen würden. Das sieht so mega cool aus. Auch süß, wie die beiden so fast ineinander laufen. Komm her, wenn du jetzt auch noch trinken gehst, das wäre dann awesome. Hat da gerade jemand die Handbremse angezogen? Ja, ne? So, machen wir mal so. Okay, wir haben eine ordentliche Strafe dafür, dass wir genau den gleichen nochmal machen. Hier vorne können wir aber theoretisch hier die ganzen Kleinen fotografieren. Selbst wenn wir sie selber nicht sehen, aber naja, der Kamera. Irgendwo werden sie schon drauf gewesen sein, so nach dem Motto wurde die Kamera ja jetzt da gerade eingesetzt. Ich hoffe, mit dem klappt jetzt gleich alles. Aber es schien den Anschein zu machen, dass jemand außerhalb, ich möchte, dass sie ein paar meiner Kreuzungen erschaffen. Steg fehl, wenn die missionsrelevanten speziellen Modifikationen... Ja, okay, er darf halt einfach nicht sterben. Wir müssen auch noch den Herausforderungsmodus spielen, ne? Da haben wir noch gar nichts gemacht. Da haben wir noch unglaublich viel, was wir machen können. Da muss man nämlich in einer gewissen Zeit, unter gewissen Bedingungen, die Sachen aufbauen. Ist also eigentlich ganz cool, was wir da noch machen können.
So, wie weit bist du? Du bist halt definitiv erst in der nächsten Folge fertig. Darauf kann ich nicht warten. Das ist soweit alles tutti. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß. Der Indorex wird dann dabei sein, was auch immer dann noch für uns geplant wurde. Und ich würde sagen, bis denn. Och nein, jetzt ist er nicht geschlüpft. Ja, darum müssen wir uns in der nächsten Folge kümmern. Hier ist gerade jemand gestorben. Schade, schade, wir kriegen eine gewisse Rückerstattung, aber halt nicht alles.